Knete, leider. Ja, das ist ganz hoch, müssen wir. Ganz leider. Hoch. Das ist so ein Auftrag. Das sind Besitzer von der Ferienwohnung, die sind die am Vermieten über den Sommer und über den Winter. Und die haben da selber mal so eine kleine Solaranlage, die sich da mal hingebaut. Aber die ist nicht sehr produktiv und ist ja auch nicht super hingebaut jetzt. Also die soll ich jetzt einfach mal komplett neu machen. Mach's dann wieder zu hinter dir wegen Wind, ne? Okay. So, dann gucken wir mal, ja, wo wir die jetzt halt hinbauen, was wir noch brauchen. Oder was wir generell brauchen an Werkzeug. Ja. Spanien lässt seine Kabelbinder lässig flattern durch die Lüfte. Ziemlich wildromantisch. Schön ist trotzdem anders. Gut, jetzt ist es halt so, ich meine, die Leute, die haben das jetzt halt grob schnell hingebaut, aber das kannst du ja so nicht lassen, da mit Holz da drunter. Jetzt merkst du es ja, wenn Wind ist. Ja, da liegt noch eine irgendwo rum, hier mittendrin. Du kannst ja nicht hier grillen und hier die einfach da hinlegen. Ich meine, das war jetzt provisorisch schnell für die hingelegt, aber das ist ja nichts, wenn da mal Wind geht, richtig. Ja, das muss hier, das kommt ja so schon mal alles weg. Ja gut, wie ist jetzt der Plan? Also ich werde jetzt erstmal hierher gehen, werde erstmal die alte runterbauen, also jetzt ein neues Panel drauf machen, aus zwei Panel ein Panel machen und dann auch mal die Kabel ordentlicher verlegen, also besser verlegen wie vorher. Aha, die ist hier lose. Hallo. Warte, ich komm rum. Ja genau, komm du mal runter. Ja, ein bisschen mysteriös hier drauf gebaut, aber wo willst du denn hingehen? Geh doch zwischendurch den Lampen durch. Bei dem Zustand ist es höchste Zeit für ein Upgrade durch das Vater-Sohn-Duo. Es ist halt immer so, wenn man dann so eine Altanlage hat, egal in welcher Hinsicht, es ist echt viel Gemurkse, was vorher schon hier dran rumgemurkst worden ist, was man dann einfach erstmal wieder einigermaßen vernünftig hinbekommen muss. Auch Papa Jürgen lernt heute noch dazu. Und wie findest du das so in Spanien arbeiten? Ist schon immer sehr mysteriös alles, ne? Ja, das ist alles ein bisschen die Bauweise und die Art und Weise, wie hier gehandwerkt wird. Das ist ein bisschen, muss man sich dran gewöhnen. Das kennt man in Deutschland nicht. Weil das wird alles so primitiv hingebaut, ohne irgendeine Überlegung. Einfach ja, so, wie sie es denken, ob das Sinn hat oder nicht. Das ist alles ein bisschen, hier wird einfach nur gebaut. Ein Problem, das er nur zu gut kennt. Doch als Selbstständiger geht Tobi die Dinge jetzt anders an. So ist das schon wesentlich besser für mich. Ich meine, jetzt sagen die Kunden zwar auch zu mir, was ich zu machen soll, aber die sagen jetzt wie hier zum Beispiel, ey Tobi, guck mal her, die Solaranlage ist da, wir wollen es einfach ein bisschen schöner machen, mach einfach mal. Und dann vertrauen die mir da auch. Ich meine, ich mache das dann auch so, wie ich das wirklich machen würde, für mich auch persönlich. Ja gut, wir werden jetzt sehen, wo wir sie abmachen müssen, die Daumendinger, ne? Ja, hier oder drüben. Ach, wir werden sehen, wenn wir jetzt die Platten gekauft wenn wir die Platten haben. Ja, wenn wir dort im Baumarkt sind. Und jetzt müssen wir das Material holen. Und dann werden wir mal gucken, wie wir es am besten verbauen. Dass es ordentlich aussieht, wie es gehört und funktioniert. Ja, wir nehmen die gleich mit runter, weil die bleiben ja hier eh nicht. Also los geht's. Gemeinsam wird das Schwere leicht. Papa Jürgens Sicht auf die Dinge ist trotzdem alles andere als rosarot. Klar, man gewöhnt sich ja an alles. Man muss es jetzt sehen, so wie es läuft. Und wenn es so weitergeht, ist es ja gut. Es muss auf jeden Fall mehr werden, sonst hat es keine Perspektive von. Ja. Immerhin, der Anfang ist gemacht. Tobi und Jürgen entsorgen die alten Solarpaneele und tauschen sie gegen neue aus. Und schon mit dem nächsten Sonnenschein sollen diese Energie bringen. Trotz vielversprechendem Hausmeister-Business hat Tobias nur ein Ziel vor Augen. Endlich seinen eigenen Campingplatz eröffnen. Was ihm dafür noch fehlt, ist, genau, ein Campingplatz. Maklerfreund Ronald soll helfen. Ja, jetzt treffe ich noch mal den Ronald, das ist der Makler meines Vertrauens hier so vor Ort. Also, wir haben ja schon in der Vergangenheit immer wieder miteinander zu tun gehabt, aber irgendwie ist noch nie so richtig was dabei rumgekommen. Aber naja gut, ich muss ihn halt einfach immer nerven mit meinem Anliegen. Natürlich hat Tobias auch so seine Ansprüche. Ich meine, was stelle ich mir vor? Ich sage so um die 10.000 Quadratmeter plus minus hoch runter, ist ja egal. Er muss Strom haben, er muss Wasser haben, es soll ein Häuschen drauf sein, wo ich dann auch im Endeffekt drinne wohnen könnte. Und ja, eigentlich will ich gar nicht viel, aber alleine diese Sachen sind ja scheinbar, ja, ferne Oliven. Hola, hola, días, hola. Ronald, ist hier? Ronald? No, 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 no. Ah. Okay. Okay. Ah, okay. Muchas gracias. Also, hier? Okay. Muchas gracias. So. Ach, warte mal ein bisschen. So. Ich gehe rein, er war nicht da.
ja, er kommt gleich, dann bin ich ja schon ein bisschen später gekommen. Ich habe das ja ganze Ding ja schon kippen sehen. Den Dreh mit der spanischen Gelassenheit hat Tobi eben noch nicht zu 100% raus. Oh, hola. Hallo. Hola, buenos días. Das ist Tobias. Hallo. Yes, meine Mutti mit hallo, Mutti. Hallo, hallo. So. So, sind wir da, wa? Sind wir da wieder, hä? Hast du es geschafft? Ja. Am Ende bin ich erstmal richtig froh gewesen, dass der Ronald überhaupt gekommen ist. Also er hat die spanische Mentalität schon sehr angenommen, muss man sagen. Also wirklich. Du bist immer noch im Land suchen? Ich bin immer noch da am Suchen, genau. Und hast du verschiedene Objekte schon gesehen? Ja, ich habe ja auch schon viele. Und viel rundgefahren natürlich. Haben wir auch, genau. Wir haben ja auch schon mal zusammen was angeguckt. Ja, die Gegend, ne? Diese La Mecca da oben. Die Gegend alles. Gesehen, die Mecca ja. Natürlich. Das Objekt hatte dann aber doch ein Müh zu viel Kragenweite. Millionenpreis inklusive. Das ist der Eingang. Ist ja verrückt. Genau. Wow. 3.000-4.000 Leute können rein. Was ist so quadratmetermäßig hier? 5 Hektare. Das okay. Ist ja wow, ist ja schon riesengroß, ne? Genau. Schon 7 Monate sind wir in Kontakt. Jede 2 Wochen, 3 Wochen. Wir trinken Kaffee, schauen etwas an, links und rechts, was der wirklich sucht. Ja, wir haben verschiedene Objekte hier. Ja. Die sind auch ungefähr eine halbe Stunde von der Küste. Von der Küste, ne? Halbe Stunde, 20 Minuten, so 30 Kilometer. Mhm. Das ist nicht weit weg. Okay. 30 Kilometer bis zum Meer entsprechen nicht unbedingt Tobis Vorstellung von Strandnähe. Schließlich zählen bei Immobilien nur 3 Dinge: Lage, Lage und nochmals Lage. Erst recht, wenn man potenzielle Gäste anlocken will. 19.000. Ja. St. Norca, großes 4.000 Quadratmeter. Das ist vielleicht ein bisschen klein. 4.000 Quadratmeter, also da fehlt bei mir 6. Das ist ja nicht mal die Hälfte von dem, was ich suche. Ich sage ja immer, wenn ich was suche mit 10.000 Quadratmeter, das suche ich ja nicht zum Spaß. Ich will ja nicht so dieses reine Campingplatz-Flair haben. Ich will ja so mehr so, dass die auch mal ein bisschen sich frei draußen bewegen können, auf ihrem eigenen Grundstück, sage ich mal so rum. Oder Zeptechnik nicht weit von Agidas weg, 6.000 Quadratmeter. Aber viel, ja. Ja, in Spanien kann man noch richtig kaufen, kann man noch einen eigenen Berg aufkaufen. Ja, aber mit dem Berg, wo willst du dein Wohnmobil hinstellen? Ja, aber da unten ist immer ein... Ja, ja. Manjana gilt nicht nur beim Arbeiten. Auch bei der Immobiliensuche muss sich Tobias in Geduld üben. Denn Schönheit allein reicht nicht aus. Das ist ein sehr schönes Objekt. Aber das ist zu klein. Ja. Aber siehst du? Entweder ist es immer zu klein oder viel, viel zu teuer oder es ist gar kein Wasser da. Ich brauche ja Wasser für die Camper. Ich brauche Strom, weil die wollen ja auch meine Klimaanlage, Kühlschrank, alles darüber laufen lassen. Die sollen ja nicht leben wie hier im tiefsten Hinterland. Das muss ja nicht sein. Also man will ja schon einen gewissen Standard haben.